Possiamo ricominciare. Se mi date una mano a chiamare anche le persone che sono nell'atrio così siamo tutti. Buon pomeriggio, è per me un onore sedere da quest'altra parte del tavolo e quindi fare da moderatrice in questo secondo eh, ciclo di, ehm, di sessione ed è un onore ovviamente adesso ascoltare eh, l'ispettore della direzione della polizia dell'Encarinzia, Piskernig Simon, spero di aver pronunciato bene nome e cognome, la faccia non è contenta quindi mi sa che ho sbagliato qualcosa nella pronuncia. La collega è in servizio dal 2005, ha operato fino al 2012 nel Tirolo, presso la Sezione regionale della Polizia Stradale. E il commissariato della Polizia Autostradale di Wessing. Dal maggio 2012 presta servizio presso la sezione regionale della Polizia Stradale della Carinzia. E ovviamente, oltre all'attività che ha svolto nel settore del trasporto dei beni, si occupa anche dei controlli dei trasporti animali sulle strade ed è sicuramente l'argomento che più ci interessa, anche per ascoltare eh, come opera eh, la Polizia della Carinzia in questo settore e quali sono le normative di riferimento. Quindi se la collega si può accomodare, l'ascoltiamo con piacere. So. Mm -hmm. so. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Simone Biskanik. Ich komme von der Landesverkehrsabteilung Kärnten. Ich möchte Ihnen, ich hoffe, ich spreche langsam genug, weil die Dame mich darauf hingewiesen hat. Ich möchte Ihnen heute recht herzlich für die Einladung zu diesem Vortrag danken. Ich möchte mich auch im Namen der Landespolizeidirektion Kärnten und im Namen der Landesverkehrsabteilung Kärnten für die Möglichkeit der Anwesenheit von mir und von meinen Kollegen, meinen acht Kollegen, recht herzlich danken. Ich möchte versuchen, zur Erklärung, ich komme von der Basis. Das bedeutet, ich mache mit meinen Kollegen, mit den Kollegen, die hier vor Ort sind, regelmäßig Kontrollen mit Sachverständigen, mit Sachverständigen vom Land Kärnten. Aber auch mit Sachverständigen vom Bund Kontrollen im Bereich Kraftfahrwesen, Güterverkehr. Das sind sehr umfassende Kontrollen. Und ich möchte aber damit beginnen, Ihnen die hierarchische Struktur der Sicherheitsbehörden in Österreich ein wenig zu erklären. Ich habe versucht, das so einfach wie möglich zu gestalten. Da ich weiß, dass es sehr kompliziert ist und diese Struktur nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei uns sehr kompliziert ist. Ich möchte beginnen. Wir haben eine gesetzliche Basis und das ist das Sicherheitspolizeigesetz. Das Sicherheitspolizeigesetz in Österreich legt sehr genau fest, welche Behörden, welche polizeilichen Institutionen sind Sicherheitsbehörden. Dürfen sicherheitsbehördliche Amtshandlungen führen. Ähm, in diesem Sicherheitspolizeigesetz wird als oberste und höchste Sicherheitsbehörde und als Mein Dienstgeber zugleich das Bundesministerium für Inneres angeführt. Das muss ich schauen. So. Ja. Es ist so, dass laut diesem Sicherheitspolizeigesetz die oberste sicherheitsbehörde die höchste sicherheitsbehörde in österreich eigentlich der bundesminister für inneres ist ihm beigegeben zur unterstützung ist das bundesministerium für inneres. Dieses Bundesministerium für Inneres legt sehr genau die Tätigkeit der Polizei fest, die Strukturen, die Geschäftsaufteilungen. Ich habe versucht, das in hierarchischer Aufgliederung sehr einfach festzulegen, welche untergeordneten Sicherheitsbehörden es in diesem Polizeiapparat, in dem ich tätig bin, noch gibt. Dem Bundesminister für Inneres untergeordnet in den einzelnen Ländern, also, sprich, in den Bundesländern, in den neuen Bundesländern sind die Landespolizeidirektionen. An der Spitze der Landespolizeidirektion des jeweiligen Bundeslandes steht jeweils der Landespolizeidirektor, in unserem Fall die Landespolizeidirektorin, Frau Dr. Kohlweiß. In Wien, um es näher zu erklären, in Wien ist diese Struktur ein wenig anders. In Wien wird der Landespolizeidirektor Landespolizeipräsident genannt. Das ist ein kleiner, ein kleiner Unterschied. Dem Landespolizeidirektionen sind einzelne Fachabteilungen untergeordnet. Welche wieso gibt es diese Fachabteilungen? Ich bin in einer dieser Fachabteilungen tätig, das ist die Landesverkehrsabteilung. Diese Landesverkehrsabteilung ist in einem Gefüge mehrerer Fachabteilungen angesiedelt. So. Ich habe nicht alle angeführt, es würde den Rahmen sprengen. Ich habe versucht, die drei wichtigsten zu nennen. Es gibt einerseits eine Abteilung, die, ist, die Abkürzung heißt ECFA. Ausgesprochen bedeutet das Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeiliche Abteilung. Wie der Name schon sagt, sind die Kollegen in dieser Abteilung zuständig. Für den grenzpolizeilichen Dienst, zuständig für die Abwicklung fremdenpolizeilicher Angelegenheiten, für die Abwicklung asylpolitischer Amtshandlungen, asylpolitischer Vorgaben. Ähm, diese Abteilung, in dieser Abteilung sind sehr viele äh, Sondereinheiten eingegliedert. Ich zum Beispiel zu meiner Person, ich bin Strahlenspürerin, ausgebildete Strahlenspürerin, diese, dieses äh, diese Abteilung ist ebenfalls der ECFA untergeordnet. Das Landeskriminalamt zur Erklärung ist zuständig für ähm, strafrechtliche Delikte, also Delikte nach dem österreichischen Strafgesetzbuch ebenso wie nach strafrechtlichen nebengesetzen das verbotsgesetz zum beispiel ist ein solches und äh, diese kollegen bearbeiten größere strafrechtliche delikte würde bedeuten für äh, die praktika unter ihnen wenn in kärnten ein mord stattfindet dann wird dieser mord vom landeskriminalamt bearbeitet eine dieser abteilung ist auch die abteilung umweltkriminalität diese kollegen sind befasst mit äh, der Bearbeitung von Sachverhalten betreffend des, die Umwelt beziehungsweise den Tier- und Pflanzenbestand. Diese Kollegen bearbeiten eher, würde ich sagen, eher Angelegenheiten nach dem Strafrecht, schwerwiegendere Angelegenheiten. Das heißt, in Österreich ist das System so aufgegliedert, es gibt verwaltungsrechtliche Delikte, es gibt strafrechtliche Delikte. Die Kollegen vom Landeskriminalamt werden sich eher mit strafrechtlichen Delikten befassen, befassen sich in ihrer Tätigkeit eher mit der Aufklärung, mit der Bearbeitung solcher Delikte. Wir, wir sind bei der Landesverkehrsabteilung, ich bin bei der Landesverkehrsabteilung, wir befassen uns eher mit verwaltungsrechtlichen Delikten, aber nicht nur. Zur weiteren Erklärung, ich komme auf meine Institution später noch zu sprechen. Ähm, dies, Abteilungen, diese Abteilungen, die hier angeführt sind, haben die Fachaufsicht gegenüber allen untergeordneten Fachabteilungen. Untergeordnet sind, wir haben in Kärnten mehrere Bezirke. Der Kollege äh, Warum hat vorher schon angeführt, dass wir zehn Bezirke haben. Und in diesen zehn Bezirken sind jeweils Bezirkspolizeikommanden beziehungsweise in der Stadt Villach. Und in der Stadt Klagenfurt Stadtpolizeikommanden für die Abwicklung, für die Aufnahme und für die Vorgaben an die Kollegen der einzelnen Polizeiinspektionen beschäftigt. Das heißt, die Bezirkspolizeikommanden und die Stadtpolizeikommanden geben Aufträge an die einzelnen Polizeiinspektionen weiter. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen die Sie in Kärnten auf der Straße antreffen werden, bei Kontrollen, sei es sicherheitspolizeilicher Natur, sei es kriminalpolizeilicher Natur, sei es verkehrsrechtlicher Natur. Diese Kollegen werden in den meisten Fällen bei Polizeiinspektionen tätig sein und werden für Bezirkspolizeikommanden und Stadtpolizeikommanden tätig sein. Ich hoffe, ich habe Ihnen das in anschaulicher Weise ein wenig erklären können. Ich weiß, das ist sehr schwierig, aber. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ähm, zur Landesverkehrsabteilung möchte ich Ihnen äh, erklären, die, wie viele Bedienstete eigentlich für diese Landesverkehrsabteilung vorgesehen wären. Äh, bei der Landesverkehrsabteilung wären 60 Bedienstete systemisiert. Zu der, zu der Landesverkehrsabteilung gehören auch die Außenstellen der Landesverkehrsabteilung. Das sind heute ebenfalls Kollegen hier. Das sind äh, die Autobahnpolizeiinspektionen. Es gibt vier Autobahnpolizeiinspektionen. Wo die liegen, werde ich Ihnen später erklären. Ähm, bei diesen Autobahnpolizeinspektionen wären eigentlich vorgesehen laut Plan in Wolfsberg 28 Bedienstete, in Klagenfurt 25. In Villach 31 und in Spital an der Drau 26 Bedienstete. Das ergebe einen systemisierten Personalstand von 170 Bediensteten. Das ist in der Realität ein bisschen anders. Darauf möchte ich jetzt aber nicht unbedingt zu sprechen kommen. Das würde ebenfalls das ein bisschen überbelasten, diese Zeit, die mir zur Verfügung steht. Weiters haben wir sieben Exekutivassistenten. Das sind Kolleginnen und Kollegen. Des, hauptsächlich des ehemaligen Brustdienstes. Diese Kolleginnen und Kollegen machen sehr wertvolle Arbeit, unter anderem bei der Bearbeitung und Aufarbeitung von Bildmaterial. Zur Landesverkehrsabteilung. Der Leiter der Landesverkehrsabteilung, unser Chef, mein Vorgesetzter ist Herr Oberst Adolf Winkler. Der Stellvertreter ist Herr Oberst Hans-Peter Mailänder. Zur Erklärung: Ihnen beigegeben gibt es eine eigene Abteilung, einen eigenen Fachbereich. Dieser Fachbereich äh, heißt Führungsunterstützung, das ist die Bezeichnung des Fachbereiches. Und dieser äh, Fachbereich hat mehrere Tätigkeiten zu erledigen. Das sind hauptsächlich Tätigkeiten der Administration. Die Kollegen sind vier Kollegen in diesem Fachbereich. Sie beschäftigen sich mit dem inneren Dienstbetrieb. Sie beschäftigen und befassen sich mit der Kanzleiführung, mit den Dingen der Personal, also des Personalwesens, mit den Personalangelegenheiten. Sie regeln ökonomische und administrative Angelegenheiten. Sie verwalten die Vorschriften. Sie verwalten ebenfalls den Fahrzeugbestand der Verkehrsabteilung und die Geräte, die eingesetzten Geräte, die technischen Geräte. Sie äh, sind befasst mit der Überwachung der EDV-Angelegenheiten. Sie koordinieren ebenfalls die Landesverkehrs-, die Außenstellen, pardon, die Außenstellen der Landesverkehrsabteilung und regeln allgemeine Angelegenheiten der Autobahnpolizei. Diese Abteilung, dieser Fachbereich ist äh, unmittelbar den, der Führung der Landesverkehrsabteilung beigegeben und ist ausschließlich äh, für Sie zur Unterstützung da. Wir haben in der Landesverkehrsabteilung mehrere Fachbereiche, einerseits administrative, andererseits operative Fachbereiche und die Außenstellen, die Autobahnpolizeiinspektionen. Zu den administrativen Fachbereichen gibt es äh, einen Fachbereich allgemeine Verkehrsangelegenheiten, Schulung und Verkehrserziehung. Dieser Fachbereich ist befasst äh, mit der Aufbereitung von neuen äh, rechtlichen Bestimmungen für die nachgeordneten Dienststellen. Sie nehmen an Kommissionierungen für das hochrangige Straßennetz teil. Das bedeutet, es gibt in Kärnten, sofern zum Beispiel eine größere Veranstaltung stattfindet, die das Erfordernis zur Durchführung einer Besprechung, einer verkehrsrechtlichen Besprechung. Und an dieser Besprechung nehmen diese Kollegen teil. Die, dieser Fachbereich ist auch zuständig für die Ausbildungstage, für die Kollegen intern in der Landesverkehrsabteilung. Für die Organisation und die Durchführung von internen Schulungen. Ebenfalls führen Sie Schulungen zu Fachthemen durch, Schulungen äh, zu gesetzlichen Neuerungen im Straßenverkehr, zu Sozialvorschriften in der EU, zu Schwerverkehrskontrollen allgemein und zu gerätespezifischen Ausbildungen, die bei uns natürlich auch erforderlich sind. Sie führen außerdem spezifische Öffentlichkeitsarbeit und Verkehrssicherheitskampagnen durch. Ein letzter Punkt ist die Koordination der landesweiten Verkehrserziehung, das heißt, die Kollegen sind zuständig für die Ausbildung der Organe, die die landesweite Verkehrserziehung in Kärnten durchführen. Ein zweiter administrativer Fachbereich ist der Fachbereich der Dienstplanung und Analyse. In diesem Fachbereich sind eigentlich drei Kollegen tätig. Die Kollegen erstellen den Dienstplan, sie führen den Dienstplan und äh, schauen äh, und achten auf die Einhaltung der Dienststunden. Sie äh, erstellen die Monatsabrechnung, sie führen die Monatsabrechnung durch. Sie äh, machen einen Verkehrs-, Landesverkehrsüberwachungsplan. Was ist das? Wir haben. Äh, die Landesverkehrsabteilung, dieser Fachbereich, setzt fest, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Kräften, an welcher Örtlichkeit gewisse Schwerpunkte durchgeführt werden. Das macht diese Abteilung. Ebenfalls organisiert und koordiniert der Fachbereich den Seepolizeilichen Dienst und die Kollegen stellen sehr oft Flugbeobachter für verkehrspolizeiliche Einsätze. Sie sind zuständig für die Statistik und die Dokumentation. Sie werten Daten unserer Feststellungen, unserer Übertretungen, unserer Amtshandlungen aus und sie übermitteln diese an die übergeordneten Dienststellen. Sie analysieren und evaluieren Verkehrsstatistiken, Unfallstatistiken. Und sie setzen den monatlichen Verkehrs-, Bezirksverkehrsüberwachungsplan fest. Das war das, was ich Ihnen vorher erklärt habe. Sie regeln generell grundsätzliche Belange des Verkehrs, des Sicherheits- und des Kriminaldienstes auf den Autobahnen, auf den Außenstellen der Landesverkehrsabteilung. Zu den operativen Fachbereichen, zu den Fachbereichen, die auf der Straße tätig sind, gibt es den Fachbereich, Landesverkehrsabteilung 2.1, das ist die Bezeichnung Geschwindigkeitsüberwachung. Die Kollegen haben spezielle Ausbildungen. Sie führen landesweite Geschwindigkeitsüberwachung mit Radargeräten durch. Diese Radargeräte sind sowohl stationär als auch mobil im Einsatz. Sie betreuen die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in Kärnten, zum Beispiel die Radaranlagen. Die Section Control oder das Rotlicht. Beim Rotlicht sei zu erklären, es gibt fixe Rotlichtüberwachungsanlagen in Kärnten. Diese Rotlichtanlagen sind nicht nur bei, ähm, bei Kreuzungen, sondern ebenfalls bei Eisenbahnkreuzungen angebracht und es ist erforderlich, diese in regelmäßigen ähm, Abständen auszuwerten und zu servicieren. Sie koordinieren den Sie koordinieren organisatorische Maßnahmen von äh, lokal bestehenden Sonderverkehrsüberwachungssystemen, das bedeutet von äh, Überwachungsanlagen und äh, in Fußgängerzonen zum Beispiel. Der Fachbereich Landesverkehrsabteilung 2.2 Verkehrsstreife und Abstandsmessung ist äh, zuständig für die Durchführung landesweiter Verkehrsdienste. Die Kollegen sind hauptsächlich in Zivil unterwegs mit Zivilfahrzeugen ähm, und sie führen sehr oft Lotzungen und Begleitungen durch. Sie äh, sichern Veranstaltungen auf Straßen ab, sie wirken an Schwerpunktaktionen mit und äh, sie führen verkehrspolizeiliche Einsätze durch von überregionaler Bedeutung. Das, äh, damit ist gemeint, dass die Kollegen, dass wir sehr oft äh, Verkehrsschwerpunkte durchführen und der Landesverkehrsabteilung, unserer Abteilung, diesen Fachbereich, aber nicht nur diesem Fachbereich, sehr oft die Leitung und die statistische Auswertung dieser, dieser äh, Schwerpunkte dann äh, zukommt. Diese Kollegen führen ebenfalls äh, Abstandsmessungen durch, sie haben eine spezielle Ausbildung und kenne sich mit diesen Gerätschaften aus. Wir kommen zu dem Fachbereich, in dem ich tätig bin. Der Fachbereich heißt Fachbereich 2.3, Kraftverwesen Güterverkehr. Wir führen landesweite Verkehrsdienste mit den Schwerpunkten im Bereich Kraftverrecht, Personen- und Güterbeförderung sowie den EU-Sozialvorschriften durch. Wir wir führen mobile Gewichtskontrollen durch. Wir haben spezielle Wiegeeinrichtungen, mobile Wiegeeinrichtungen, Radlastwagen, mit denen wir die nicht nur stationär Gewichte überprüfen können, sondern, sondern ebenfalls, wenn wir unterwegs sind, wenn wir etwas feststellen, können wir unmittelbar vor Ort Gewichte, Achsüberschreitungen, generell Überschreitungen des höchstzulässigen Gesamtgewichtes vor Ort feststellen. Wir führen Lärmmessungen durch, wir haben spezielle Gerätschaften für die Durchführung von Lärmmessungen, Schallpegelmessungen und wir koordinieren und, führen, wir, wir koordinieren und führen technische Überprüfungen in Zusammenarbeit mit den technischen Sachverständigen der Landesregierungen, aber ebenso der ASFINAG durch. Dazu komme ich später noch genauer zu sprechen. Der letzte Fachbereich ist der Fachbereich 2.4. Diesen Fachbereich leiten derzeit ein Kollege, die zweite Stelle ist derzeit nicht besetzt. Die, diese Kollegen sind im Bereich Gefahrgut tätig. Sie haben ebenfalls eine spezielle Ausbildung, sie sind Gefahrgutkontrollorgane. Sie führen landesweite Verkehrsdienste mit Schwerpunkt Gefahrgut und Abfallwirtschaftsgesetz durch. Sie organisieren und führen fachspezifische Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen für die untergeordneten Dienststellen durch. Und sie servicieren die Kräfte, die mit Gefahrgutkontrollen im gesamten Land Kärnten befasst sind. Da führen Sie Schulungen durch. Diese Kollegen haben spezielle Ausbildungen. Diese Kollegen haben spezielle Ausbildungen. Sie sind einerseits Gefahrgutkontrollorgane, sie sind auch Strahlenspürer. Ich bin auch Strahlenspürer. Sie sind auch geschult in der Abfallwirtschaft. Das sind alles gesonderte Ausbildungen, die diese Kollegen innerhalb der Polizei abhalten, also machen mussten und die sie dazu ermächtigen, diese Kontrollen durchzuführen. Wir haben auch in dieser Abteilung... Kollegen, die, die sowohl sprengstoffkundige Organe sind, sie sind ebenfalls ausgebildet in, im Befassen mit Umweltgiften, also sie befassen sich mit der Aufarbeitung von Delikten mit Umweltgiften und es ist ein Fachbereich mit sehr hohem Wissen und mit einem sehr hohen Ausbildungsstandard. Die Kollegen nehmen immer wieder, genauso wie ich und meine Kollegen, an Weiterbildungen teil. Diese Weiterbildungen finden nicht nur innerhalb der eigenen Abteilung statt, das heißt, ich führe gemeinsam mit meinem Kollegen solche Weiterbildungen durch, sondern wir sind auch in einem System, das uns ermöglicht, dass in regelmäßigen Abständen praktische Anwendungen, praktische Kontrollen durchgeführt werden, die dann aufgearbeitet werden. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Teil, ein sehr wichtiger Part im Polizeidienst, im Dienst auf der Straße, dass man die Möglichkeit hat, etwas auch einmal zu beüben. Und da sind in diesem Fachbereich sehr viele gute Kollegen ähm, mit der Tätigkeit befasst. Zu den Autobahnpolizeinspektionen: Die Autobahnpolizeinspektionen sind Außenstellen der Landesverkehrsabteilung. Ihr Aufgabenbereich ist einerseits die Handhabung der Verkehrspolizei. Sie befassen sich mit den verkehrspolizeilichen Amtshandlungen auf dem höherrangigen Straßennetz. Das bedeutet, auf den, Str auf den Straßen, ähm, zum Beispiel auf der Autobahn oder auf den Schnellstraßen in Kärnten. Sie führen auch sicherheitspolizeiliche und kriminalpolizeiliche Amtshandlungen in Abstimmung mit den übergeordneten Dienststellen durch. Wo befinden sich diese Autobahnpolizeinspektionen? Die Autobahnpolizeinspektion Spital an der Drau befindet sich in der Nähe von oder im Bezirk Spital an der Drau, in der Nähe von Spital an der Drau. Die Autobahnpolizeiinspektion Villach befindet sich am Knoten Villach. Die Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt befindet sich im Raum Klagenfurt. Und die Autobahnpolizeiinspektion Wolfsberg befindet sich auf der A2 im Bereich Wolfsberg. Die Landesverkehrsabteilung, wie hier ersichtlich ist, befindet sich in Krumpendorf. Der Fachbereich, in dem ich tätig bin, ich habe es Ihnen schon zuvor erwähnt, ist, zu, ist zuständig für Technik und Schwerverkehr in Kärnten. Wir führen koordinierte technische Kontrollen aller Kraftfahrzeuge mit, äh, dem, mit Sachverständigen vom Bund, eigentlich mit Sachverständigen der Asfinag und mit Sachverständigen vom Land durch. Wie bereits zuvor erwähnt, machen wir Gewichtskontrollen. Wir führen Ladungs- und Ladungssicherungskontrollen durch. Wir kontrollieren die Lenker im Schwerverkehr auf die Einhaltung der Sozialvorschriften. Wir kontrollieren Schaublätter. Wir kontrollieren einspurige Kraftfahrzeuge mittels Scotoroll-Test. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Das ist ein spezieller Test zur Feststellung der Bauartgeschwindigkeit bei einspurigen Kraftfahrzeugen. Wir führen Lärmmessungen durch, wie zuvor schon erwähnt. Wir überprüfen Fahrzeuge nach den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen, auf deren Umbauten zum Beispiel. Und eine weitere Tätigkeit, mit der wir befasst sind, ist die Sondertransportkontrolle. Wir führen etwa drei bis viermal im Monat äh, spezielle Kontrollen durch mit Sondertransporten. Das sind Transporte mit äh, höheren Längsabmessungen, höheren Gewichtsabmessungen als eigentlich im Kraftfahrgesetz zulässig. Das bedeutet, ein Transport in Österreich, der einen gewissen Wert überschreitet, bedarf einer Einzelgenehmigung durch eine Behörde. Es ist nicht möglich, diese Transporte, so einfach auf, auf, auf irgendeinem Platz zu kontrollieren. Das bedeutet, wir müssen gewährleisten, dass dieser Transport problemlos zu dieser Stelle, wo er kontrolliert wird, hinkommt, aber auch problemlos wieder wegkommt. Dazu wurden speziell aus, ausgemessene Stellen ermittelt. Und dort können diese Fahrzeuge mit speziellen Wiegeeinrichtungen, mit speziellen Wiegeplatten einer sehr ausführlichen, einer sehr genauen und umfassenden technischen wie auch äh, jeder anderen Kontrolle zugeführt werden. Und wir kontrollieren gemeinsam mit den Sachverständigen vom Land Kärnten, mit den Amtstierärzten die, äh, das Tiertransportgesetz, und die Nebengesetze, also die Tierschutzverordnungen und die Tierseuchengesetze. Ja. Die Fachbereichsleitung des Fachbereichs Kraftfahrwesen und Güterverkehr. Mein Vorgesetzter, Herr Chefinspektor Norbert Rosiano. Er ist Leiter des Fachbereiches und meine Person, ich bin seine Stellvertreterin, wir leiten diesen Fachbereich. Die Mitarbeiter des Fachbereiches Kraftverwesen Güterverkehr, wir sind ein sehr kleiner Fachbereich. Wir bestehen mittlerweile nur noch aus acht Personen. Wir äh, haben spezielles Equipment. Wie auf den Bildern ersichtlich ist, haben wir spezielle Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sind mit speziellem technischen Equipment ausgerüstet. Sie verfügen über spezielle Wiegeeinrichtungen. Sie verfügen über spezielle technisches, äh, technische Mittel zur Kontrolle, zu einer umfassenden technischen Kontrolle. Und äh, diese Kollegen und auch meine Person, wir sind speziell ausgebildet im Bereich Schwerverkehr. Wo kontrollieren wir? Wir sind in ganz Kärnten unterwegs, wir sind äh, sehr mobil, aber wir haben auch spezielle Verkehrskontrollplätze. Warum? Der Grund ist der, äh, es ist, wenn man im Verkehr unterwegs ist, ich spreche aus der Praxis, ist es nicht möglich, ist es immer nur möglich, ein Fahrzeug sich anzusehen, zu kontrollieren? Und es könnte, Man hat immer nur die Möglichkeit, ein Fahrzeug momentan zu, sich anzusehen. Diese Verkehrskontrollplätze, es gibt mehrere, bieten die Möglichkeit, dass die Kollegen dort stehen, sich den, eine spezielle, es gibt ein spezielles Ausleitersystem. Über dieses Ausleitesystem suchen Sie sich aus. Welche Fahrzeuge werden kontrolliert? Das bedeutet, also Sie können sich aussuchen, werden Busse kontrolliert, werden alle Fahrzeuge auf diesen Verkehrskontrollplatz ausgeleitet oder nur ein, bestimmtes, ein bestimmter Fahrzeugtyp. Diese Verkehrskontrollplätze haben ein digitales Ausleitesystem mit Ampelregelung, wie man hier sieht und auch zuvor schon am Bild gesehen hat. Sie äh, verfügen über ein spezielles äh, Verwiegersystem. Wir sehen hier die Kollegen bei der Brückenwaage. Das ist ein spezielles Wiegesystem. Und es gibt teilweise auf diesen Verkehrskontrollplätzen auch eine automatische Höhenüberwachung. Durch das Ampelsystem, das man zuvor gesehen hat, wird ausgefiltert, wird ausgesucht, welches Fahrzeug sich auf welcher Spur befindet. Das heißt, wo welches Fahrzeug zu welchem Zeitpunkt in welcher Spur fahren muss. Das ist ein Bild von unseren technischen Kontrollen. Diese technischen Kontrollen werden an den Verkehrskontrollplätzen durchgeführt. Warum? Weil wir auf diesen Kontrollplätzen spezielle Möglichkeiten haben, umfassende Kontrollen durchzuführen. Wir, das sind die Kollegen vom Land Kärnten. Sie machen gemeinsam mit uns technische Kontrollen. Da werden die Fahrzeuge nach der Bundesprüfstellenverordnung, das ist die rechtliche Grundlage für diese Kontrollen, werden sie nach deren Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft. Liegt diese Verkehrs- und Betriebssicherheit nicht, besteht diese Verkehrs- und Betriebssicherheit nicht, haben wir die Möglichkeit, nachdem auch Behördenvertreter vor Ort sind, die Kennzeichen, die Zulassungsscheine vor Ort abzunehmen und Strafbeträge unmittelbar einzuheben. Man sieht hier ein Sattelkraftfahrzeug bei einer solchen technischen Überprüfung, die sehr umfassend durchgeführt wird. Zu den Tiertransportkontrollen. Wir führen mehrmals im Monat Kontrollen mit den Amtstierärzten durch. Gemeinsam mit äh, Herrn Dr. Rehmer und seinen Kollegen, mit der Frau Dr. Rossmann und den Amtstierärzten vom Land Kärnten führen wir in etwa drei bis vier Mal pro Monat über das Jahr verteilt Kontrollen mit Ihnen durch. Wie läuft das ab? Wir, wir, suchen, wir versuchen, diesen Kontrollplan so aufzustellen, dass wir, immer, dass wir immer verschiedene Örtlichkeiten für diese Kontrollen auswählen. Wie wird das ausgesucht? Wir sprechen uns mit den Amtstierärzten ab, wir suchen den Kontakt zu Frau Dr. Rossmann und vereinbaren örtlichkeiten es ist sehr oft so der fall um aus der praxis zu sprechen dass die amtstierärzte kenntnisse über, kenntnisse über diverse veranstaltungen über diverse ähm, treffen äh, haben und dann sind wir natürlich oder besteht die erfordernis dass wir uns in unserer tätigkeit an diese ähm, speziellen Veranstaltungen anpassen. Das bedeutet, wir versuchen möglichst effizient, wir versuchen möglichst ähm, wie soll ich, ähm, sehr bedürfnisorientiert vorzugehen. Die Kontrolle läuft folgendermaßen ab wir kontrollieren wir halten die fahrzeuge an wenn wir fahrzeuge feststellen wo wir wissen aufgrund ihrer kennzeichnung oder wo wir vermuten weil wir, es, weil wir denken dass es ein so ein fahrzeug sein könnte halten wir diese fahrzeuge an das heißt wir haben die, das, das, das recht fahrzeuganhaltungen durchzuführen. wir kontrollieren die dokumente wir kontrollieren die personen und wir kontrollieren das Fahrzeug. Das ist sehr wichtig, weil es oftmals, wenn man ein Fahrzeug sich ansieht, ja, dann gibt es sehr viele Dinge, die rechtlicher Natur erfüllt sein müssen, damit dieser Transport legal auf den Straßen in Österreich unterwegs ist. Wir schauen uns an bei der Kontrolle, ob der Lenker im Besitz der erforderlichen Lenkberechtigungen der erforderlichen Fahrerqualifizierungsnachweise, der erforderlichen Dokumente für den Tiertransport, unter anderem Befähigungsnachweise für den Lenker und seinen Beifahrer. Wir schauen natürlich auch, ob das Fahrzeug zugelassen ist. Die Kollegen schauen, ob sich die Dokumente in einem im originalzustand in einem unverfälschten zustand befinden oder ob irgendwelche ob der verdacht einer fälschung besteht die kollegen schauen sich das fahrzeug sehr genau an überprüfen den technischen zustand des fahrzeuges sie schauen sich die ladungssicherung an sie schauen sich die bereifung an und die Kontrolle wird so fortgeführt, dass sich die Kollegen auf, meine Kollegen, die Polizisten auf die Dokumente beschränken auf den technischen Zustand, auf die Sozialvorschriften und dass das Tierwohl durch die Amtstierärzte festgestellt wird. Wie funktioniert das? Nachdem ich Ihnen schon erklärt habe, diese Kontrolle dauert natürlich etwas länger. Diese Kontrolle ist nicht in zehn Minuten zu erledigen. Es kommt darauf an, ob es zu Beanstandungen kommt oder nicht. Aber die Lenker haben nach, nach verschiedensten gesetzlichen Vorgaben äh, das Anrecht natürlich auch auf einen Nachweis. Das funktioniert so, dass die äh, Amtstierärzte, die Amtstierärztinnen äh, den Herrschaften, den Lenkern eine äh, Bestätigung über die Kontrolle ausstellen, wo ersichtlich ist, ob es zu Beanstandungen gekommen ist. Und sie bekommen zusätzlich von uns die Lenker, wenn Lenk- und Ruhezeitkontrollen durchgeführt wurden, spezielle Nachweise über diese Lenk- und Ruhezeitkontrolle. Das soll auch für den Lenker natürlich dazu dienen, dass er nicht ständig Kontrollen unterzogen wird. Was passiert, wenn Übertretungen festgestellt werden. Äh, unser Auftrag ist es, in diesem Fall Anzeigen zu erstatten, Anzeigen an die zuständigen Behörden zu erstatten. Wir müssen das sehr genau dokumentieren. Einerseits dokumentiert der Amtstierarzt über sein Dokument für uns, welche Übertretungen er betreffend dem Tierwohl festgestellt hat. Andererseits müssen unsere Kollegen, muss ich, wenn ich im Außendienst bin, sehr genau mit Bildern und äh, mit Messeinrichtungen festhalten, was wir, äh, welche Mängel wir festgestellt haben. Das ist erforderlich, äh, damit, ein, damit in einem späteren Verfahren dieser Lenker, dieser Zulassungsbesitzer äh, auch für sein Verhalten, für für das Problem, das entstanden ist durch sein Verhalten, damit er dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Unser Teilbereich ist die Einhebung eines Strafbetrages. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Klassifizierung nach dem Tiertransportgesetz, zum Beispiel für spezielle Mängel, wo festgelegt wird, ob man das noch an Ort und Stelle. Einheben darf, ob diese Übertretung geringfügiger Natur ist oder ob sie schwerwiegender oder sehr schwerwiegender Natur ist, dann erfolgt nur noch die Anzeigerstattung an die jeweilige Behörde und die Einhebung einer Sicherheitsleistung. Die Sicherheitsleistung ist ein festgelegter Betrag, den die Kollegen vor Ort einheben, um die Durchführung des Verwaltungsverfahrens zu gewährleisten. Bei Bedarf ist es so, dass die Weiterfahrt untersagt wird. Natürlich, wenn es jetzt sich jetzt um technische Probleme handelt oder um Probleme nach den Lenk- und Ruhezeitvorschriften, immer unter Bedachtnahme auf das Tierwohl und ausnahmslos nach Rücksprache mit den Tierärzten. Ich möchte zu einem Sachverhalt kommen, der. Sich ereignet hat, wenn wir auf, der, auf den Autobahnen unterwegs sind, ist es sehr oft sehr leicht möglich, Tiertransporte zu erkennen und zwar daran zu erkennen, weil sie eine notwendige Kennzeichnung aufweisen. Bei Pkw-Lenkern ist die Schwierigkeit natürlich gegeben dass man nicht immer sieht, was eine Person im Fahrzeug versteckt oder verstecken möchte oder transportiert. Der Grund dahinter ist nicht immer, aber in manchen Fällen natürlich das Interesse, einen nicht, zuläs eine nicht zulässigen, einen nicht gesetzmäßigen Transport durchzuführen. In diesem Fall war es so, dass die Kollegen einen Pkw angehalten haben. Dieser PKW war auf dem Weg von Ungarn nach Italien. Im, Im Pkw haben sich unter Decken versteckt mehrere Transportboxen befunden. Wie man auf dem rechten Bild, wie man auf, dem rechten Bild auf dem rechten Bild sieht, äh, befanden sich darin Hundewelpen. Die Kollegen haben zuerst nur die Decken gesehen. Sie haben, nähere, also Sie haben genauer nachgesehen, haben dann festgestellt, dass sich im Fahrzeug Hundewelpen befinden. Es haben sich zwei Personen im Fahrzeug befunden. Diese, die, Dokumenten, die, die Personen wurden zur, zum Vorweisen der Dokumente aufgefordert. Sie kamen dieser Aufforderung auch nach. Aber man sieht hier, es hat sich. Es befanden sich sechshundert Welpen in diesem PKW in Transportboxen und es wurden Heimtierausweise vorgewiesen. Diese Heimtierausweise waren ein Heimtierausweis wurde verfälscht. Das bedeutet: In, in Österreich ist es so, dass ein, ein äh, Originaldokument in irgendeiner Weise abzuändern, bedeutet die Verfälschung eines Originaldokumentes und ist ebenso eine Urkundenfälschung wie, was in diesem Fall auch stattgefunden hat, es war außerdem noch eine Totalfälschung eines weiteren Heimtierpasses, eines weiteren Dokumentes auch mit an Bord. Wie man auf dem linken Bild sieht, waren, äh, diese, diese, war eine Mikrochipnummer angebracht? Diese Mikrochipnummer wurde überklebt. Was passierte? Die Kollegen haben äh, die, den Amtstierarzt verständigt. Der Amtstierarzt kam vor Ort. Es wurde festgestellt, dass sich diese Hundewelpen, auf dem Weg nach Italien befanden, dass sie für den Transport noch viel zu jung waren, also dass sie zu jung waren für den Transport, dass sie weder gechippt noch geimpft waren. Und äh, was ist passiert? Es gab natürlich mehrere Anzeigen nach dem Tiertransportgesetz. Es gab äh, mehrere Anzeigen wegen strafrechtlicher Delikte, unter anderem wegen Urkundenfälschung. Es wurde die Weiterfahrt untersagt in Rücksprache mit dem Amtstierarzt und es wurde eine Sicherheitsleistung, eine sehr hohe Sicherheitsleistung eingehoben. Es ist bei uns so, dass wir versuchen, es ist sehr oft der Fall, dass bei den Außenstellen, also bei den Autobahnpolizeiinspektionen oder bei den Polizeiinspektionen, solche Fahrzeuge kontrolliert werden, wo sich Tiere in den Fahrzeugen befinden. Die Dienststellen wissen, auch die Grenzdienststellen wissen, dass sie uns kontaktieren können. Wir, ich, meine Kollegen, wir fahren vor Ort, wir schauen uns den Sachverhalt an. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Unter anderem haben wir die Möglichkeit, über den zuständigen. Von Montag bis Freitag und zur Tageszeit ist das System ein anderes als wie zur Nachtzeit. Am Tag werden wir einen Amtsärzt erreichen. Am Wochenenden, an Sonntagen ist das manchmal etwas schwieriger. Dann gibt es aber, und darüber sind wir sehr froh, dass wir da sehr gut mit den Sachverständigen zusammenarbeiten, seitens des Landes Kärntens. Eine, über die Landesleitzentrale, das ist eine Zentrale, die Einsätze sowohl, eigentlich die, die Rettungseinsätze abwickelt. Dort, die, Sie haben eine, eine Verständigungsliste, wo ersichtlich ist, 24 Stunden rund um die Uhr zu jeder Tages- und Nachtzeit, welcher Amtstierarzt kontaktiert werden kann. Ich hatte das gerade erst vor etwa drei Wochen, wo äh, ich äh, an einem Sonntag, einen Großviehtransport kontrolliert habe, der schon sehr lange unterwegs war. Die Dokumente waren in Ordnung. Ich wollte mich natürlich davon überzeugen, ob auch das Tierwohl gegeben ist. Ich habe dieses Landesleitzentrale, diese Zentralstelle kontaktiert und innerhalb kürzester Zeit, es hat etwa eine halbe Stunde gedauert, war der Herr Dr. Rehmer vor Ort und hat die Kontrolle des Tierwohls festgestellt. Es bleibt hier anzumerken, dass wir sehr zufrieden sind mit der Zusammenarbeit mit den Sachverständigen vom Land. Wir können, wir haben eine sehr gute Gesprächsbasis. Wir wissen, wir können immer auf ihre Unterstützung zurückgreifen und ich hoffe, dass es umgekehrt auch so ist, dass man sich auf unsere Unterstützung verlassen kann. Es ist so, sollte bei einer Kontrolle das Tierwohl das Tierwohl in Zweifel gestellt werden und es so in Zweifel gestellt werden, dass die Weiterfahrt nicht möglich ist, dann gibt es eine Tiernotversorgungsstelle, aber ich denke, dass die Frau Dr. Rossmann bei Ihrem Vortrag da näher darauf eingehen wird. Es bleibt nur so viel dazu zu sagen. Wir haben die Möglichkeit, sowohl Kleintiere als auch Nutztiere auf geeignete Art äh, unterzubringen, auf äh, eine Art, dass das Tierwohl innerhalb kürzester Zeit entweder wiederhergestellt oder gegeben ist. Wir haben eine Tiernotstelle äh, in der Nähe von Felden, die innerhalb äh, kürzester Zeit ähm, eigentlich sehr schnell eine adäquate, eine geeignete Versorgung von Nutztieren herstellt. Und wir sind sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Diese Person, die dort vor Ort ist, ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. Und man kann innerhalb von etwa einer Stunde eine Versorgung für Tiere ermöglichen, für Nutztiere ermöglichen. Ich äh, möchte mich nochmals recht herzlich äh, bedanken, dass wir hier anwesend sein dürfen, dass ich diesen Vortrag machen habe dürfen. Ich möchte mich äh, bei den italienischen Kollegen und äh, bei Ihnen allen hier bedanken für die zuvorkommende Behandlung. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich stehe sehr gerne für Anfragen. Und Auskünfte zur Verfügung. Ich möchte mich aber zusätzlich noch recht herzlich in diesem Rahmen bei der Dienstleistung, bei der ausgezeichneten Dienstleistung meiner Kollegen bedanken bei äh, meinen Kollegen, die heute hier sind, die ausgezeichnete Arbeit leisten und ohne die es nicht möglich wäre, auf so hohem Niveau und auf so eine so gute Art Gemeinsam mit den anderen Behörden, mit den übergeordneten Dienststellen zusammenzuarbeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Allora ringraziamo noi la collega che è stata molto esaustiva e ci ha aperto praticamente un, una finestra su quello che è il mondo della polizia stradale della Carenzia. Eh, prima di passare al secondo intervento volevo ricordare ai partecipanti di compilare il questionario di gradimento, eh, lo trovate praticamente all'interno della, della cartellina che vi è stata data all'atto della registrazione perché è importante, visto che questa è una delle prime sessioni che noi facciamo, anche per avere degli spunti e dei suggerimenti per l'anno successivo, un anno successivo che vedrà ovviamente più aspetti pratici rispetto a quelli teorici. Adesso per me è un grande onore invitare al tavolo per illustrare la nostra attività il Sovrintendente Capo Giampaolo Marzetti e l'Assistente Capo eh, Caputi. In quanto loro sono i membri, l'uno è il responsabile e l'altro il vice responsabile del mio forensic, si occupano di indagine informatiche ormai da tanto tempo, sono di ausilio, e questo ci tengo veramente a sottolinearlo, a tutte le polizie eh, locali e, e non, in quanto ovviamente trattandosi di una materia così tecnica e così delicata, in qualsiasi tipo di intervento, eh, che venga fatto eh, sia da parte della Guardia di Finanza che dell'arma dei Carabinieri che della Questura che anche della Polizia Locale, diciamo che il loro apporto è prezioso. Si occuperanno di eh, illustrarvi eh, un pochettino più al dentro la nostra attività soprattutto per quanto riguarda la prova informatica che viene eh, realizzata attraverso la ripetibilità o l'irripetibilità dell'accertamento che viene fatto in sede di Forensic. Grazie dottoressa, buongiorno a tutti, la presentazione è già stata fatta. Allora cercheremo in questo breve incontro di dare delle basi, delle linee guida su quelli che sono gli accertamenti tecnici ripetibili e irripetibili, irripetibili nell'ambito dell'acquisizione di una prova informatica su materiale informatico sequestrato nell'ambito di un procedimento penale. Questo intervento si svolgerà in due parti. La prima parte è prettamente giuridico-teorica che servirà a mettere le basi per il successivo intervento svolto poi dal collega e assistente capo Caputi che sarà eh, più tecnica in cui verrà illustrato i dispositivi, i software, l'hardware e le modalità di intervento nei vari accertamenti da fare sui materiali in sequestro. Le attività di computer forensic sono atti ripetibili o irripetibili? Beh, eh, questa domanda non si può dare una risposta secca ed univoca. Questo perché? Perché le attività di computer forensic sono di varia natura. Pensiamo ai dispositivi informatici. Abbiamo computer, telefoni, tablet, hard disk, scheda di memoria e via dicendo. Ma questi sono solamente i contenitori dei nostri dati. Abbiamo poi il contenuto, che sono file, foto documenti di testo, mail, caselle di posta elettronica, profili su social network. La prova informatica di per sé è fragile. Pensiamo al contenitore, pensiamo al nostro hard disk, eh, fatto di parti meccaniche che possono facilmente rompersi e di conseguenza rendermi impossibile, se non molto difficile, il recupero dei dati contenuti al loro interno. Ma anche il dato digitale è fragile di per sé. Pensiamo a un hard disk eh, sottoposto a un forte campo magnetico, può venire totalmente smagnetizzato o parte dei suoi dati. Ecco che si pone un problema da parte dei tecnici e da parte dei giuristi per un'acquisizione sicura del nostro dato, della nostra prova informatica. Facciamo un esempio: ho un hard disk. All'interno di questo hard disk io devo ricercare un file, ad esempio una foto. Questa mia ricerca sarà un accertamento tecnico ripetibile o irripetibile? Vediamo cosa ci dice la legge, le norme nel nostro ordinamento giudiziario. L'articolo 359 del codice di procedura penale dice consulenti tecnici del pubblico ministero. Allora, in questo articolo rientrano tutti di gli accertamenti tecnici ripetibili di qualunque tipo. Leggo l'articolo. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, ed ad ogni alta operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera. Bene, questo articolo mi delinea gli accertamenti tecnici ripetibili ma io ho il mio hard disk con la mia fotografia da ricercare. Obiettivamente non mi viene in aiuto, cioè non mi dice se questa mia attività tecnica è ripetibile o meno. L'articolo successivo, il 360 codice procedura penale, mi delinea gli accertamenti tecnici non ripetibili. Beh, forse qui sarò più fortunato, otterrò qualche informazione in più. Leggo l'articolo. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo precedente riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, e questa è la grossa differenza rispetto all'articolo precedente, il Pubblico Ministero avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa del reato, e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico della facoltà di nominare consulenti tecnici. Anche qui non trovo una spiegazione, cioè mi dice solamente che il Pubblico Ministero fisserà un giorno in cui convocherà delle parti per il conferimento al consulente tecnico dell'incarico in questione. Quindi ancora in questo momento non sono in grado di dire se la foto da estrarre dal mio hard disk è un accertamento tecnico ripetibile o irripetibile. La legge 48 del 2008, come è stata precedentemente illustrata, che va in ratifica della Convenzione di Budapest, eh, oltre a disciplinare tutti quelli che sono i reati informatici inserendoli nel codice penale, eh, Inquadra le attività di ricerca della prova informatica fra i mezzi tipici disciplinati dal codice di procedura. Quindi mi dice questa legge che io posso, devo eh, ricercare la prova all'interno di un sistema informatico, ma non mi dice come. Infatti non specifica un protocollo standardizzato su come estrarre la mia foto dal mio hard disk. Questo perché? Perché eh, la tecnologia è in continua evoluzione. Oggi un sistema che è nuovo, recente, aggiornato, fra sei mesi diventa vecchio. Le applicazioni che oggi funzionano, fra sei mesi possono essere superate. I software che abbiamo in dotazione per l'estrazione dell'evidenza digitale dai nostri supporti informatici, oggi sono potenti, attuali, funzionano, domani sono superati perché... Intervengono nuove applicazioni, nuovi sistemi. Ecco allora che questa legge, la 48 del 2008, si limita solo a come è stato precedentemente illustrato, a delineare dei paletti all'interno dei quali l'operatore di polizia giudiziaria o il consulente tecnico si deve muovere e restare rigorosamente all'interno di questi paletti, che sono la conservazione dei dati originali. Devo impedire l'alterazione nel corso delle operazioni di ricerca e garantire la conformità della coppia all'originale. Quindi il concetto è, io ho il mio dato originale in sequestro, devo in ogni modo impedirne l'alterazione. Ma anche qui, eh, anche a questo punto, eh, non so ancora dare una risposta se la ricerca della mia foto all'interno del mio hard disk è un accertamento tecnico ripetibile o irripetibile. Mi ha dato un paio di eh, delucidazioni, ma non ho una spiegazione. L'acquisizione della prova informatica, la Digital Forensic. L'acquisizione della prova deve essere fatta in maniera tecnicamente idonea. Quindi la legge non mi dice come devo acquisire il mio file all'interno del disco, ma mi dice guarda devi farlo in maniera tale che sia fatto con strumenti eh, idonei a non alterare i dati in originali in esso contenuti. Non deve aver subito contaminazioni sia dopo che i dati siano stati raccolti che nel corso della procedura d'analisi. Questo cosa vuol dire? Estraggo la mia foto, il mio file, lo devo poter riprodurre in sede di dibattimento in maniera tale che il file sia identico a quello in originale, a quello che è in sequestro, sul device in sequestro. Quindi i dati raccolti devono essere credibili, attendibili e riproducibili. Questi sono i paletti forniti dalle leggi. Dal punto di vista tecnico, come ho appena detto, eh, sorge un problema, perché ci sono numerosissime tecniche per poter acquisire la mia foto all'interno dell'hard disk. Posso farla collegandolo chiaramente con mezzi idonei al computer e fare una semplice ricerca con le funzioni del mio sistema operativo di Windows o di Linux. Posso guardare tutti i file a uno a uno, nessuno me li vieta, è un modo lungo ma comunque tecnicamente idoneo. Posso utilizzare dei software di analisi, Posso utilizzare i software in case che abbiamo in dotazione fornito dal Ministero, ma nessuno mi vieta di utilizzare dei software open source reperibili gratuitamente sulla rete internet per poter analizzare il mio disco e recuperare le informazioni in esso contenute. Cosa, questo cosa, per dire cosa? Che la legge non regolamenta come acquisire la prova informatica? Come fare la mia attività tecnica? Perché se sei mesi nel campo informatico sono un periodo di tempo lungo, ma ristretto al tempo stesso perché le tecnologie informatiche si evolvono in continuo, pensare di dover legiferare ogni sei mesi per adeguare la norma a quelle che sono le esigenze informatiche diventerebbe impossibile. Diamo a questo punto, banalmente, una definizione di ripetibilità e irripetibilità di un atto. Ripetibile significa che bisogna ottenere sempre lo stesso risultato infinite volte, a seguito di una determinata o diversa procedura di analisi. Questo cosa vuol dire? Mi viene consegnato l'hard disk per la ricerca della foto, io utilizzo una tecnica. Il collega ne utilizza un'altra, la dottoressa ne utilizza una terza. Affinché sia ripetibile questo atto io devo poter ottenere sempre, infinite volte, lo stesso identico risultato, quindi estrarre la foto e poterla riprodurre adeguatamente nell'ambito del procedimento penale. Irripetibilità cosa vuol dire? È quell'attività tecnica che per le modalità dell'intervento o oh, alterazione, deteriorazione della prova non permetterà in futuro di ripetere ed ottenere il medesimo risultato. Facciamo un esempio banale che si discosta dall'ambito informatico. Mm, ho una stanza sigillata, devo rilevare la temperatura e il grado di umidità all'interno di questa stanza sigillata. Al momento che io apro la porta, l'atmosfera viene contaminata e quindi potrò fare un'unica volta questo mio accertamento. Quindi l'irripetibilità vuol dire posso fare la mia attività tecnica un'unica e sola volta. Bene, fatta questa piccola premessa, io mi devo approcciare alla mia attività per Italia. Ci sono due domande, se sono chiare queste due domande, tutto poi il discorso diventa molto più semplice. Cosa sto cercando e soprattutto come lo voglio cercare? Nel mio caso, cosa sto cercando? Sto cercando una foto all'interno di un hard disk. Come lo voglio cercare? Beh, lo voglio cercare collegando il hard disk al mio computer che ho in dotazione e tramite un software di analisi per la ricerca di immagini cercare di estrapolare, cercare se c'è e poi successivamente di estrapolare la mia immagine. Lo sto facendo in una maniera tecnicamente idonea? Sì. È un accertamento tecnico ripetibile? Sì, perché l'hard disk lo posso collegare mille volte al mio computer, posso utilizzare n software di analisi, posso utilizzare n tecniche di rinvenimento dei dati, quindi la mia attività di ricerca ed estrapolazione di un file è un accertamento tecnico ripetibile. In sintesi, nella totalità, nella grande maggioranza delle nostre indagini informatiche, noi cosa cerchiamo? Cerchiamo dei file, foto, video, mail, documenti, testo, caselle di posta. Quindi in estrema sintesi si può affermare che di base la ricerca di un file su un qualsiasi device, hard disk, pendrive, CD, o schede di memoria, vi dicendo, nonché copie forensi eseguite con software e hardware idoneo, sono sempre un accertamento tecnico ripetibile. E faccio una piccola precisazione, e ci sono state, ho partecipato a numerosi corsi, convegni, e, mh, ci sono tanti dibattiti, e si fa un po' di confusione, fra contenitore dei dati e contenuto dei dati. Okay? L'hard disk di per sé è il mio contenitore dei dati mentre i dati al suo interno sono il contenuto. Quindi quando la legge mi parla di eh, modificazione o di alterazione del mio supporto, io devo andare a vedere cosa mi va a modificare, cosa mi va ad alterare eventualmente la mia attività tecnica. Se la mia attività tecnica mi altera il contenitore, eh, ma il contenitore non è la mia fonte di prova, cioè, questo non giustifica che l'atto debba diventare irripetibile. Che mentre se la mia attività tecnica mi va a modificare il contenuto, e di conseguenza, anche solo parzialmente, la prova, l'evidenza digitale che io vado cercando, ecco che allora l'attività deve essere svolta nell'ambito dell'articolo 360 del codice procedura penale. Quindi un'attività tecnica irripetibile, un altro piccolo esempio: l'accensione di un computer. È un atto ripetibile? È un atto irripetibile? Beh, dipende dai casi. Il computer di per sé è il contenitore dei miei dati. Okay? Quindi la mera operazione meccanica di accensione e spegnimento del computer di per sé è un atto ripetibile n volte, fino a quando la macchina non si distrugge. Dipende dai casi perché dipende da cosa vado a cercare. Facciamo un esempio di ripetibilità. Se io cerco un determinato file all'interno del mio computer, quindi all'interno dell'hard disk contenuto nel computer, l'accensione del PC non mi va a modificare la mia foto, il mio documento, la mia mail presente all'interno del disco. Okay? Eccezione fatta per eventuali imperizie da parte dell'operatore. Sono io che materialmente sulla tastiera digito e faccio qualcosa che cancello o danneggio il dato. Quindi la mera accensione di un computer per cercare qualcosa dentro è un atto tecnicamente ripetibile sempre. Quando diventa irripetibile? Beh, se devo fare degli accertamenti un po' più importanti. Ad esempio, eh, devo fare degli accertamenti sulla linea temporale degli eventi del mio sistema operativo, ossia, diventa importante sapere, ad esempio, quando è stato spento l'ultima volta il mio computer. Ecco che se io lo accendo e lo spengo, lo accendo e lo spengo, eh, il mio dato importante, eh, che era l'ultimo spegnimento del computer, lo vado a perdere. Allora, un altro esempio potrebbe essere ho il sospetto che sia installato sul computer delle tecniche di antiforensi, ossia digito la password de, per il computer protetto da password, sbaglio di digitare la password, il computer viene bloccato, i dati vengono cancellati o, i, o criptati. Ecco che a questo punto sono io, operatore, sono io, consulente tecnico del pubblico ministero, che devo assieme ...al pubblico ministero, proporre di fare un'attività ai sensi dell'articolo 360, quindi un'attività tecnica irripetibile, in modo tale da non contaminare la fonte di prova e di non dare possibilità all'avvocato della difesa di eccepirla e dare la nullità dell'atto in sede di dibattimento... Concludo questa prima parte del mio intervento con delle frasi riportate da delle sentenze della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ritiene che non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell'hard disk di un PC e che l'estrazione di dati in supporto informatico, se eseguita da personale esperto, è in grado di evitare la, per la perdita di dati medesimi. Quindi, la mia foto all'interno del mio hard disk è un accertamento tecnico ripetibile sempre. Si ha da escludere che l'attività di estrazione di copia di file da un computer costituisca un atto irripetibile. Anche questo sembra, sembra ovvio, cioè io ho la mia foto all'interno dell'hard disk, la estraggo, la copio per poi produrla in un dibattimento penale. È un'operazione che tecnicamente posso fare all'infinito. Inoltre non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, e questo è analogo alla foto sul mio hard disk, non può essere adottato il regime degli accertamenti tecnici irripetibili nell'attività di riproduzione dei file memorizzati in un computer. Quindi mi trovo a avere il computer in sequestro, lo accendo, riproduco i file, facciamo finta che siano dei file video contenuti in suo interno, è un'attività tecnica assolutamente ripetibile nelle volte. Anche la stampa di un documento redatto su un supporto informatico operazione meramente meccanica, riproducibile teoricamente all'infinito. Concludo dicendo che le operazioni di prelievo del contenuto delle memorie informatiche non danno luogo ad un accertamento tecnico irripetibile e quindi non richiedono l'applicazione delle procedure e delle garanzie previste all'articolo 360 se eseguito da personale esperto, perché si ritiene che l'operazione sia riproducibile illimitatamente. Allora io concludo questa, parte de, questa prima parte del mio intervento dicendo questo, la legge dice personale esperto, questo cosa vuol dire? Non bisogna avere un titolo di studio, non bisogna avere una laurea, eh, anche perché i consulenti tecnici che lavorano per il pubblico ministero possono essere chiunque, basta che danno eh, dimostrazione delle loro capacità tecniche. Allora, diamo per presupposto che eh, abbiamo una base informatica, abbiamo un minimo di competenze tecniche, quindi per la legge risultiamo del personale esperto. A questo punto qua sono io, consulente tecnico per Torre di PG, che davanti a materiale in sequestro mi trovo a fare una determinata attività d'analisi, sono io che devo valutare assieme al pubblico ministero se questa attività di analisi è ripetibile o irripetibile. Chiaramente non è possibile delineare tutte le attività ripetibili e irripetibili perché l'informatica è vastissima. Però con un minimo di conoscenze informatiche e un po' di esperienza professionale sul campo si riesce a stabilire a priori se l'assertamento risulta essere ripetibile o irripetibile. A questo punto lo si concorda con il pubblico ministero e successivamente si può intervenire con l'attività di analisi. Io ho concluso, se c'è qualche domanda, altrimenti lascio la parola al collega Caputi. Grazie. Allora, buongiorno, in quest'ultimo quarto d'ora che ci resta volevo dare degli elementi un po' pratici, volevo anticipare alcuni discorsi che faremo nella, diciamo, nella seconda parte del programma che prevede questo corso, che è prevista per il prossimo anno, una parte più pratica, dove vedremo insieme come usare certi strumenti e come effettuare un certo tipo di eh, primo intervento. Allora, mi riallaccio al concetto di prova digitale di cui si è parlato anche prima. E, um, richiamando il concetto che eh, la, la prova digitale, eh, che è quello che noi cerchiamo, è il contenuto e non il contenitore. <coughs> Premesso questo, però, ehm, riguardo il contenitore, cioè l'hardware, che sia il disco o la penna USB, dobbiamo fare una serie di eh, precisazioni, nel senso che dovremo, comunque, eh, a livello tecnico pratico, eh, adottare certi accorgimenti che ne impediscano il danneggiamento o comunque l'alterazione. Allora, questo è diciamo lo standard di quello che noi possiamo incontrare nella nostra attività quando cerchiamo una prova in formato digitale. Questi chiaramente sono tutti contenitori classici. Il problema arriva e riprendo una slide che è già stata vista. Con contenitori eh, di diversa forma o fattura. A livello pratico, qual è eh, il problema grosso nostro? Il problema grosso è quando entriamo in un'abitazione, o ancora peggio, nel caso vostro, quando fermate una macchina dove ricercare questo tipo di contenitori di prova digitale. Quindi a questo punto. Eh, prendo il caso della macchina che per chi opera su strada magari è un po' più comune, non dovrò limitarmi alla borsa contenente il computer ad esempio, ma per la ricerca di prove di questo tipo dovrò estendere chiaramente a tutto l'autoveicolo una ricerca molto molto accurata e soprattutto addosso alla persona perché questo tipo di eh, congegni elettronici vengono di solito tenuti addosso, la maggior parte delle volte su un portachiavi ad esempio, ma tante volte anche in tasca. Okay? Quindi eh, cerchiamo anche di focalizzare eh, il tipo di prova che stiamo cercando. Okay? Allora, eh, il nostro ufficio a livello pratico eh, adotta una procedura che eh, è grossomodo abbastanza standard, parlando anche con altri colleghi di, che, di altri uffici a livello nazionale che si occupano di digital forensic, ho visto che eh, le, diciamo, le cosiddette best practice sono applicate praticamente ovunque nello stesso modo. L'attività nostra tecnica si divide in due fasi. Che la prima è quella dell'acquisizione della prova digitale, e la seconda quella dell'analisi. Per quanto riguarda l'acquisizione della prova digitale, abbiamo un insieme di eh, strumenti eh, sia hardware che software. Per quanto riguarda l'hardware, qui vi ho messo schematicamente qualche esempio. Allora, no, scusate, dov'è il qua eccolo. Allora, eh, il primo, questo qua, spero che avremo modo di vedere questi strumenti anche eh, dal punto di vista pratico, sono stati staziati dei fondi per questo corso col quale spero riusciremo ad acquistare alcuni di questi, di questi apparati, sia hardware che software, in modo da poterli poi imparare ad usare assieme, okay? o quantomeno darvi delle basi per poterli poi utilizzare in, in assoluta tranquillità. Allora, il primo è uno strumento che abbiamo in dotazione e eh, non si tratta altro che di un duplicatore di hard disk hardware. Questo strumento ha lo scopo di effettuare una copia forense eh, di, mh, due, di un disco eh, fisico, cioè di un hard disk. Si collega il disco alla macchina, eh, diventa il disco sorgente, si collega a un disco a destinazione che noi forniamo. L'apparecchio in assoluta autonomia non fa altro che duplicare l'esatto contenuto di un disco su un altro e alla fine di, di questo procedimento rilascia un report dove sono eh, inseriti tutti i dettagli del lavoro di copiatore che è stato fatto e i dettagli del, del disco sorgente e di quello destinazione. Questo qua, è, eh, parlando sempre di hardware, è un blocco hardware in scrittura. Si chiama Tableau, è il nome della, marca che lo, lo produce, che della, della fabbrica che lo produce. Allora, ehm, questo strumento serve a frapporre tra il PC utilizzato per l'analisi, che è il PC in dotazione nostra, e lo il contenitore di dati, cioè la prova che noi dobbiamo... O analizzare o duplicare, fra, le, fra la sorgente di prova e la macchina che noi utilizziamo dobbiamo frapporre un blocco fisico in questo caso, che mi consente di avere la certezza matematica che nessun tipo di alterazione potrà venir fatta sulla fonte di prova, cioè. Sul disco in sequestro piuttosto che qualsiasi altro tipo di device, può essere un disco, può essere una penna USB o quant'altro. L'ultimo esempio che vi ho portato è questo qui, eh, si tratta di uno strumento sempre hardware per l'acquisizione del contenuto di telefoni, che spero riusciremo a vedere insieme anche in questo caso si chiama UFED, è di una società israeliana e attualmente nel mondo lo strumento più eh, utilizzato, seppur parecchio costoso per l'acquisizione eh, del contenuto di eh, apparati mobili che siano telefoni o tablet anche l'iPhone dipende da che, da, che, da che modello di iPhone comunque no, la CIA si è aboggiata a questi signori qua israeliani in realtà, no no cioè, è tutto possibile. Eh, scusate, per chi non ha sentito la domanda, mi chiedevano se anche l'iPhone è possibile acquisirlo. Allora dipende molto dai modelli. Eh, fino a un certo modello mh, questo apparato ti dà delle possibilità quasi complete di acquisizione, cioè mi acquisisce, mi acquisisce tutti i contenuti. Da un certo modello in poi lo sblocco può essere sì fatto, ma solo con la collaborazione e dietro pagamento ulteriore di un corrispettivo alla ditta che produce questo tipo di apparecchiatura. Tutti i famosi casi di cui avete sentito parlare in America sono stati effettuati con la collaborazione di questa ditta qua. Allora, per quel che riguarda ehm, la copia di de un determinato eh, supporto, abbiamo due possibilità da seguire. La prima, la prima è la clonazione. La clonazione comporta una copia fisica bit a bit di ogni singolo settore di un determinato hard disk. Questo si traduce a livello pratico in che cosa? Dovrò avere la fonte di prova, cioè il mio hard disk sequestrato ed estratto fisicamente dal computer e dovrò avere un disco destinazione. Il eh, mh, Punto: Qual è? Eh, questo tipo di procedura risulta per noi a livello pratico eh, alquanto costosa, in quanto dobbiamo fornire un disco di capacità uguale o preferibilmente superiore per la coppia. Questo disco dovremo acquistarlo. Okay. Questo è il motivo per il quale, nella maggior parte dei casi, eh, noi optiamo come ufficio per la soluzione numero 2, cioè quella indicata sotto. L'immagine forense. L'immagine forense non è altro che un'acquisizione di una prova digitale, mettiamo anche in questo caso un hard disk, nella quale invece di riversare il contenuto bit a bit del disco di origine su un altro disco di pari capacità, viene creato un file singolo, solitamente compresso in uno dei formati che vi ho indicato sotto a titolo di esempio, e questo file andrà poi salvato ovunque noi abbiamo comodità di salvarlo. Non sarà necessario quindi in questo caso acquistare un disco per poter effettuare la copia fisica. Noi potremmo, ad esempio, acquisire un disco da eh, un terabyte, riversare la copia su un altro, un altro disco di pari capacità, e sul disco destinazione da noi utilizzato potremo riversare anche altre copie. Questo perché? Perché l'acquisizione, che viene fatta di solito con dei programmi, che dopo vi faccio vedere, ehm, ci consente di comprimere l'immagine del disco, pur non alterandone in nessun modo il contenuto. Quindi noi ci ritroveremo con un disco sorgente sequestrato della capacità di diciamo un terabyte l'immagine compressa potrà essere anche di 500 megabyte o anche 300 megabyte a seconda di quanto quel disco fosse stato utilizzato o quanto fosse lo spazio occupato questo è quello che noi di solito facciamo allo scopo proprio di eh, economicizzare al massimo eh, le analisi che noi portiamo avanti anche perché eh, dovendoci occupare di un numero piuttosto rilevante di analisi, non abbiamo la possibilità di acquistare volta per volta un supporto dove poi riversare integralmente il contenuto e quindi di fare quello che vi ho mostrato nel, nel punto precedente una copia clone. Okay? Vado un po' più veloce. Per quanto riguarda l'analisi di queste eh, copie, ah, premetto che eh, l'analisi. E quindi la ricerca dei contenuti: noi, proprio per una questione di eh, salvaguardia dell'integrità della fonte di prova, la effettuiamo sempre sulla copia. Quindi eh, in condizioni ideali o comunque in condizioni diciamo normali che non siano di emergenza, qualsiasi operazione di analisi dei contenuti viene effettuata sulle copie, mai sull'originale, proprio per evitare mm, rischi, seppur remoti, di eh, alterazione o soprattutto danneggiamento dell'originale in sequestro. Okay? Ricordiamoci che trattandosi di contenitori di prova che sono meccanici sono soggetti a rottura. Un disco o una USB possono anche smettere di funzionare. Se questo disco o USB sono contenitori di una fonte di prova, questo per me, attività, che svolgo attività di polizia giudiziaria, è un grosso problema. Okay. Questi sono alcuni eh, dei software che noi utilizziamo per analizzare il contenuto. Um, I software possono essere eh, sia a pagamento che eh, freeware cioè eh, gratuiti. Vengono indicati alcuni, alcuni sono a pagamento, alcuni no, sono tutti quanti utilizzati comunque da chi si occupa di digital forensic ed analisi. Non posso dirvi che quelli a pagamento siano meglio di eh, quelli eh, gratuiti, semplicemente molte volte quelli a pagamento eh, unificano più eh, strumenti e li rendono magari più intuitivi per uno che non ha molta confidenza con questo tipo di attività, però alla fine i risultati ottenuti sono grosso modo gli stessi. Allora, per eh, concludere, mh, vi ho messo, vi ho, eh, vi ho riassunto quelle che sono le fasi della nostra attività eh, di eh, acquisizione ed analisi. Tutte queste attività eh, concorrono a eh, formare quello che è l'insieme delle, delle, eh, delle operazioni effettuate nell'ambito della Digital Forensic, di cui abbiamo visto prima la definizione. Lo scopo della Digital Forensic è acquisire ed analizzare una fonte di prova digitale senza eh, effettuare nessun tipo di alterazione significativa sulla fonte di prova. E fin qua penso eh, sia un concetto che siamo riusciti a chiarire abbastanza bene, spero. Allora, per quanto riguarda la conservazione della fonte di prova, eh, materialmente quali sono gli accorgimenti che dobbiamo eh, tenere? Allora, in fase di sequestro, per, lo, per, chi, per chi opera sul campo che sia una perquisizione domiciliare, quindi in casa, oppure sul posto in strada, dobbiamo assicurarci che nel momento in cui noi eh, prendiamo possesso dell'attrezzatura eh, dell che contiene la prova digitale niente eh, possa alterarla o danneggiarla. Quindi, a livello pratico, cerchiamo di eh, avere sempre in macchina un, uno scatolone con del materiale di imballaggio. Okay. Perché, se noi mettiamo degli hard disk piuttosto che dei telefoni messi alla rinfusa dentro uno scatolone, durante il trasporto qualche danneggiamento possiamo sempre averlo. Una volta arrivati in ufficio, oppure una volta consegnato il materiale a chi lo dovrà analizzare, questo tipo di materiale dovrà essere custodito in un luogo idoneo. A livello pratico cosa vuol dire? Molto semplicemente un luogo dove non ci siano interferenze esterne che possono danneggiare il materiale. Parlo di infiltrazioni d'acqua, parlo di campi magnetici, parlo di cadute accidentali. Niente che a livello fisico possa andare a danneggiare la fonte di prova. L'analisi verrà effettuata eh, secondo eh, tutta una serie di eh, passaggi che impediscano sempre l'alterazione della prova, e comunque, come vi ho già detto, verrà effettuata sul, eh, sulla copia, che sia essa fisica oppure in file immagine, che noi abbiamo precedentemente generato, noi o consulenti o altre persone a cui vi affidate, insomma. La ricerca. Della prova, secondo quanto disposto anche dal pubblico ministero che delega le indagini, e eh, stesura di un report, un report contenente i risultati eh, della nostra ricerca. Allora, per quanto riguarda eh, l'Italia, i report, la forma del report non è in, assun, in nessun modo eh, codificata, la forma è libera. Qualunque consulente può redare il report in forma libera. Okay. Um, è chiaro che il report dovrà essere il più dettagliato possibile e contenere il maggior numero di informazioni su procedimento adottato, tipo di software utilizzati. Um, dettagli sul tipo di analisi che abbiamo effettuato e soprattutto ehm, de, de, accurata descrizione dei eh, risultati ottenuti. Okay. Eh, tutto questo insieme di ehm, diciamo, caratteristiche della nostra attività eh, che io brevissimamente sono riuscito a comunicarvi vanno sotto il nome di best practice. Le best practice in Italia e anche in Europa, per quanto ne so, non sono attualmente eh, previste normativamente in nessuno Stato. Per quanto io ne so, eh, soltanto negli Stati Uniti il, Ministero, anzi il Dipartimento di Giustizia ha emanato qualche anno fa eh, delle direttive, che sono state poi distribuite a tutte le agenzie governative, contenenti le best practice da seguire in campo di analisi delle prove informatiche. Esistono delle autorità di certificazione internazionali che hanno emanato le loro best practice e che comunque vengono prese come riferimento a livello internazionale nelle attività di analisi forense. Credo di aver finito il tempo a nostra disposizione. Io ehm, ringrazio i miei collaboratori e voglio aggiungere solo una cosa. Avete visto che nella semplicità di quelle che sono eh, quelle 3-4 eh, cose che bisogna tenere a mente per fare bene questo tipo di lavoro, poi è essenziale riuscire a mettere le mani ex post nel migliore dei modi. Perché eh, ovviamente, faccio un esempio numerico, io ho un... Ehm, un gruppo che si occupa di analisi informatiche composto da 5 persone. Conseguentemente il fenomeno della duplicazione non ce l'ho. In questo caso si tratterebbe di un'utilizzazione irripetibile perché non lo posso riprodurre 5 5 5 5 all'infinito. Quindi cos'è che tengo veramente a dire a conclusione di questo intervento? Noi ci siamo per tutti perché cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti. Però, ovviamente, essendo limitato il numero di personale altamente qualificato che si può concentrare veramente bene sull'analisi forense, soprattutto per casi delicati che ci sono nella nostra regione, invito a due cose importanti. Se ci sono delle indagini che sono particolarmente delicate e che si capiscono sin dall'inizio, chiamateci. Non ci fate trovare di fronte al fatto compiuto della famosa subdelega, perché non ci porta a niente questo, né a voi né a noi. Perché andare poi ad analizzare del materiale, che ripeto, o è stato deteriorato perché non è stato conservato bene, o è stato sequestrato inutilmente perché magari non serviva quel tipo di sequestro, rende il lavoro difficoltoso per tutti. Quindi ripeto: per le indagini che sono particolarmente delicate, la consulenza non si nega a nessuno, ma ovviamente, se voi pensate che poi si debba fare una perquisizione informatica di un certo tipo, preferirei se è possibile ovviamente, essere chiamata per tempo, andiamo insieme a parlare con il magistrato per cercare di trovare la strada più facile ma nello stesso tempo più garantista per tutti. Perché, ripeto, la fonte di prova in informatica per diventare prova in dibattimento si scontra con delle difficoltà che sono diverse rispetto a quelle della vita di tutti i giorni. Detto questo, ringrazio di averci ascoltato, spero che i miei ragazzi, ma ovviamente... Assolutamente sì, siano stati esaustivi. Ripeto, questo era un primo ciclo teorico. Speriamo veramente il secondo anno con l'acquisto del materiale, che poi diventa indispensabile, anche perché è un materiale che ve ne incomodato e che dovrete poi saper utilizzare voi, rendete anche a me più smello il mio lavoro, perché un UFED, come avete visto, è molto costoso e quindi se riusciamo ad alfabetizzare le forze di polizia che lavorano su questo campo diventa anche meno gravoso per me poi riuscire a soddisfare le esigenze di tutti. Mi è stato chiesto di ricordarvi di non buttare il vostro beige, di conservarlo per domani in maniera tale che poi rendiamo eh, più facile l'accesso nella sala e soprattutto ci rendiamo anche più facilmente riconoscibili. Grazie a tutti e ci vediamo domani. No, ma posso dico... la... Lui diceva giustamente che la... il contenitore deve essere tenuto bene, ma con tutta questa evoluzione della criminalità non c'è...